Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Sad Boy Box von Bars & Melody. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sad Boy von Bars & Melody. Das Ganze am 27. März erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl. So sieht das aus. Wir haben hier eine recht flache Box in einem rosa Rotton, würde ich sagen. Auf der Vorderseite haben wir einmal hier diese zwei Logos, diese beiden Ys. Dann haben wir die beiden Herrschaften hier schwarz-weiß abgebildet vor einem Cabrio. Und dann lesen wir hier den Albumtitel Sad Boy und die beiden Interpreten Bars and Melody. So, von unten auch diese beiden Ys, rechts in Rot, oben Sad Boy und links Bars & Melody Sad Boy. Auf der Unterseite lesen wir Fanbox und dann haben wir hier den Inhalt auf Englisch aufgelistet. Face Mask, Patch, Woven Wristband, Postcard, Poster, 2 CD, Album plus Instrumentals. Okay, alles klar, dann haben wir hier die Beteiligten. Und hier noch einen Barcode und das Ganze ist erschienen über A Better Now Records. Okay, dann schauen wir mal hinein. Es ist eine reguläre Clubbox von innen in weiß. Wir haben hier als erstes mal einen Schal. Dann das Album an sich inklusive Instrumentals. Dann den gewebten Patch. Das Armband. Das sieht mir nach einem Tourflyer aus. Dann haben wir hier die Postkarte und ein Poster. Von innen die Box in weiß. Packen wir mal zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Der Rest kommt derweil noch zur Seite. So. So sieht das aus. Vom Cover her ident wie auch schon die Box, also das Foto kennen wir schon. Das Ganze kommt in einem regulären Schulcase. Hier auf der Seite lesen wir Album plus Instrumentals. Hier lesen wir auch wieder den Bandnamen und den Albumtitel. Dann haben wir noch eine Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 12 Tracks an der Zahl. Features von Monika Levchuk und Mike Singer. Das überrascht mich, Mike Singer. Der deutsche Sänger ist hier mit drauf, Bars & Melody ja meines Wissens Briten, also hier internationale Zusammenarbeit. Dann haben wir wieder die Beteiligten. Barcode ist hier keiner drauf, warum? Das Album in dieser Form, also physisch und mit den Instrumentals, gibt es hier wirklich nur in der Box. Deswegen kein Barcode hier hinten drauf. So, als erstes kommen wir dann mal zum Booklet. Was haben wir hier? Wir haben hier einmal die Lyrics zu dem Track Ain't Got You und ein Foto wieder. Okay, also ich gehe mal davon aus, das zieht sich jetzt hier, jawohl, komplett durch von der Optik. Wir haben hier einerseits Fotos und dann haben wir hier immer die Lyrics Wort für Wort abgetippt. Sehr schön, dann kann man das Ganze immer mitsingen oder nachlesen. Ein Schwarz-Weiß-Foto hier wieder in diesem Cabrio. Dann ein Foto in Farbe vor einem Mustang. Weitere Lyrics, weitere Fotos. Ja, also klassisch gestaltetes Booklet. Zum Abschied gibt es dann noch die Credits zu jedem Track. Sehr umfangreich. Und dann noch Social Media von Bars & Melody. Sehr gut. Als nächstes kommen wir zur Album-CD. Die ist auch wieder in diesem rosarot gehalten. Und auf der Rückseite haben wir dann die Instrumentals auf CD2. Die kommen in schwarz. You were right there in my darkest hour. Okay, also das noch zum Abschluss. So, dann kommen wir als nächstes zum Poster. Wir haben hier ein Poster im Hochformat. Hier haben wir wieder die beiden Jungs abgelichtet und die haben hier scheinbar tatsächlich auch noch unterschrieben. Also hier mit schwarzem Stift, einmal hier,
wurde das Ganze signiert. Rundum dann dieser verwischte Rahmen. Und das Poster ist einseitig bedruckt, Rückseite blankweiß. Format, wie gesagt, Hochformat. So, dann haben wir einen etwas überraschenden Inhalt. Und zwar haben wir hier einen Schal, so ein Halstuch dabei, was mich etwas gewundert hat. Denn wir haben hier, wenn Sie es nochmal hernehmen, hier steht Face Mask, also eine Gesichtsmaske. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war sogar ursprünglich bei Amazon beim Vorbestellen damals sogar eine andere Abbildung dabei. Da war damals so eine klassische Gesichtsmaske, wie man es kennt, jetzt gerade in Zeiten von Corona, also mit so zwei Trägern über die Ohren und vorne eben um Nase und Mund zu bedecken. Und das wurde, warum auch immer, scheinbar jetzt ausgewechselt. Und jetzt hat man hier so ein schwarzes Multifunktions-Halstuch, Schal, was auch immer hier reingepackt. Also ihr kennt das. Das ist hier natürlich unten und oben offen. So, und dann kann man das hier entweder um den Hals tragen oder natürlich auch sein Gesicht damit etwas vermummen, je nachdem. Und wir haben auf beiden Seiten, sowohl hier als auch auf der anderen Seite, natürlich dieses Logo hier wieder drauf. Jawohl. So, Zettel ist hier keiner dabei. Also wo das Ganze hergestellt wurde oder was das für ein Material ist, kann ich leider nicht sagen. Packen wir mal zur Seite. Dann haben wir auch wieder mit diesem Logo den Patch. Der kommt hier im Querformat in Schwarz und Rot. So sieht er aus. Der ist ordentlich vernäht. Ziemlich dicker Rahmen. Da hängt kein Faden weg oder sowas. Also das macht einen guten Eindruck. Kann man sich entsprechend auf die Kleidung oder auf den Rucksack, wohin auch immer, drauf nähen. Dann haben wir ein kleines Bändchen. Es sieht so aus wie so ein klassisches Festivalbändchen. Hier lesen wir auch wieder Sad Boy in Schwarz und Rot. Dann haben wir hier den weißen Verschluss und das funktioniert dann eben ganz klassisch, dieses Festivalbändchen. Man macht sich das so aufs Handgelenk, auf den Arm drauf und dann kann man hier je nachdem das Ganze zuziehen und größentechnisch anpassen. So, dann haben wir einen Flyer mit dabei. Der sieht so aus, Sad Boy Tour Barsen Melody. Und auf der Rückseite haben wir die Tour Dates. Also die Tour hier tatsächlich auf der ganzen Welt. Nicht nur irgendwie Österreich, Deutschland, Schweiz, Großbritannien, sondern hier tatsächlich Europa bis hin nach Russland, Serbien, Japan. Nicht schlecht. Also weltweite Tour. Wird natürlich jetzt auch aufgrund von Corona entsprechend Probleme geben, diese Dates einzuhalten, aber gibt es dann wahrscheinlich Nachholtermine. Und als letzten Boxinhalt haben wir diesen hier. Es ist eine Postkarte. Hier haben wir wieder diesen Spruch, den kennen wir schon aus dem CD-Artwork. Die beiden Jungs wieder vor dem Mustang sitzend in Schwarz und Weiß. Und dann haben wir hier auf der Rückseite noch eine Widmung oder eine Danksagung. Okay, ja, also es ist so eine Widmung, so eine Danksagung an die Fans, an die Leute, die sie unterstützen. Könnt ihr euch natürlich gerne an dieser Stelle kurz anhalten, das Video, und durchlesen, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid. Und auch hier haben wir wieder das Ganze unterschrieben. Also hier steht dann Love from Bars and Melody und die beiden Unterschriften, einmal von Leon und einmal von Charlie. Ja, schöne Sache. Persönliche Widmung. Also das Original wurde natürlich damals per Hand geschrieben und dann wurde diese Karte entsprechend kopiert. Allerdings die Unterschriften, glaube ich, also die beiden hier, die beiden schwarzen Unterschriften, die sind, glaube ich, tatsächlich original und nicht kopiert. Sieht zumindest für mich so aus. Gut. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Postkarte mit dieser Danksagung, mit dieser Widmung. Dann haben wir den Tourflyer, den gewebten Patch im Querformat, das Armband, dieser Multi-Scarf, also dieser Multifunktionsschal, dieses Halstuch, das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Und natürlich das Album an sich im regulären Jewelcase mit insgesamt 12 Tracks, 2 Features und Bonus-CD mit den Instrumentals drauf. Jawohl, das alles
in dieser wunderbaren Box Sad Boy von Bars and Melody. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bars and Melody unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.